Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem 10. Jahr auf YouTube wirklich mal diesen Satz sagen werde, aber ich sag ihn jetzt. Und das wird in die Geschichte eingehen. Einer der größten Deals in der Gaming-Industrie überhaupt. Microsoft kauft Activision. Ja. Und darüber reden wir jetzt bei einem klassischen Kommentar. Und damit lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Crush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich zeige euch mal die ersten zwei Gunfights. Ich habe gegen eine 5-Mann deutsche Party gespielt. Ihr seht schon, die haben alle was drauf. Die sind alle nicht schlecht. Ich respawn hier nochmal, hole einen Kill, aber werde schneller weggetradet als die NFTs aktuell, was auch ein ganz, ganz ekliges Thema ist. Vielleicht rede ich da mal über in einem anderen Video. Aber ich wollte es euch nur zeigen, weil jede meiner Lobbys aktuell so ist. Egal, was ich spiele, egal, wann ich spiele. Selbst der heilige Morgen, okay? So zwischen 10 und 13 Uhr ist für mich gestorben. Und ihr seht, was für ein Movement ich hitten muss. Ich bin dauerhaft One-Shot. Dauerhaft. Ist immer rot, mein Leben. Ich bin immer am Rennen. Dreh mich tausendmal um. Chat, was sagt ihr denn zu diesen NFTs? Muss Movement hitten. Und am Ende des Tages holen sie mich dann doch irgendwie. Und so ist... Ich weiß halt nur, dass es virtuelle Bilder sind, wo du dafür bezahlst, dass nur du der Besitzer des Bildes bist. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass aus. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aktuell jede Lobby oder bei mir. Es liegt natürlich auch an meinem Gamertag, weil auch PlayStation 4 und 5 kann man den nicht ändern, wie jetzt mit Activision-ID. Das heißt, es gibt nur einen DC-Haptic. Am Ende holt mich natürlich der mit der VMP. Guck mal, wie schnell. Zack, weg. Das war's. Hab es gesehen? Eine Nanosekunde. Also ganz, ganz, ganz schlimme Lobby. Und die haben mich auch am Ende, oder ein, zwei Leute von denen zumindest, beleidigt. Und deshalb wollte ich euch das zeigen, was ich gegen die dann geschafft habe mit der Saug. Und ich sag euch jetzt an dieser Stelle, Leute, wenn jemand VMP gegen mich spielt, dann gehe ich sofort raus. Also wenn ihr gegen mich spielt online, ihr seht DC-Haptic, ihr wollt spielen, dann lasst spielen. Ihr wollt sweaten, sweatet. Aber sobald ihr die VMP auspackt, gehe ich raus. Selbst wenn ich bei einem Gameplay bin, selbst wenn ich ein 50-0 habe und jemand wechselt auf die VMP, ich gehe raus. Und das werde ich durchziehen, bis die Lobby kommt, wo keiner mich kennt oder jeder korrekt genug ist, die nicht zu spielen. Weil ich das nicht akzeptiere. Das ist eine dumme Waffe und jeder, der sie spielt, ist einfach schlecht. Und ich habe sie in meinem ersten Gameplay auch gespielt, weil ich nostalgisch noch die VMP aus Black Ops 3 im Kopf hatte. Aber es war ja schon in Black Ops 4 und da habe ich es komplett vergessen irgendwie. Ich habe zumindest hier einmal Streaks bekommen, das seht ihr. Und ich gehe jetzt auch auf Full Streaks, aber die aktivieren Kampfflugzeuge aus dem Nichts. Mich haben auch immer wieder die Zuschauer gefragt, warum ich VMP spiele. Und ganz einfach, weil ich auch so geisteskranke Stream-Sniper immer im Stream hatte und alle haben mit VMP rumgeschwitzt und dann frage ich mich, warum sollte ich eine andere Waffe freiwillig spielen? Dann spiele ich einfach die stärkste Waffe, die es im Spiel gibt, um das Maximale aus dem Gameplay rauszuholen. Nichts und ich weiß nicht warum und schreien immer rum, ihr seht es, und reden in der Halbzeit asozial. Also, schaut das ganze Video, lasst gerne jetzt schon mal ein Like da, der Support ist abnormal die letzten Wochen. Ich danke euch, der war sowieso schon die letzten Jahre krass, aber jetzt nochmal ganz besonders krass. Mir gefällt es, dass euch die Commentaries so sehr gefallen und ich gehe sehr, sehr stark darin auf und ich fühle mich gut. Und jetzt kommen wir zum Thema, Leute. Activision wurde gekauft von Microsoft. Und ich habe mir ein, zwei Notizen gemacht, weil viele Fragen aufkamen und ich habe mich sehr gut informiert. Ich habe viele Interviews geguckt. Der CEO von Activision hat schon bei CNBC gesprochen, also bei so einem Business-Netzwerk im Fernsehen, hat gesprochen, hat sehr viel darüber erzählt. Ich habe mir noch Online-Print-Interviews angeschaut, also halt so ganz normale Magazine. Die ganzen Insider-Informationen, alles, was es gibt, was Activision released hat. Und ich werde jetzt alles beantworten. Kampfflugzeug kommt jetzt hoch. Habt ihr es gesehen? Und dann muss ich im Haus bleiben und habe versucht, ich war kurz vor Streaks, meine Streaks im Haus zu bekommen. Ob ich das geschafft habe? Ja, habe ich zumindest die erste. Aber auch die anderen. Die laufen ja auch dumm rein, muss ich ehrlich sagen. Die versuchen halt das Haus sauber zu machen, dass halt deren Streak mehr Kills macht. Und vergesst diesen Veraimer, den ich gerade hatte. Also, Activision wurde gekauft. Erst stand im Raum 68,5 Milliarden US-Dollar. Also knapp 70. Jetzt steht 86 Milliarden. Also der Final Closing Preis ist noch nicht fest, aber irgendwas zwischen 70 und 80 Milliarden. US-Dollar und dann gehört ganz Activision Blizzard und alle Spiele, die dazugehören, inklusive League of Legends und alles andere, was sie haben, Microsoft und damit auch Xbox. Und was wird sich damit ändern? Also erstmal muss ich euch sagen, das fiskale Jahr, so heißt es. League of Legends gehört auch Riot und Riot gehört immer noch Riot oder ich glaube Riot gehört Tencent. Ich glaube, das hat er gerade verwechselt, oder? Ich glaube, der meinte echt World of Warcraft und nicht LOL, oder? Ja, das ich versprechen. Zumindest bei der Firma. Und jetzt, ich will euch ganz kurz... Da muss ich sagen, Haptic immer Baba-Videoqualität, aber das muss ihm doch beim Schneiden aufgefallen sein. Da kannst du ja wenigstens kurz hier
so ein Sternchen einblenden und dann, ja, ich meinte WoW, oder? Wir kommen gleich zu den Fragen, aber jetzt hört euch mal bitte an, wie die sprechen. Schwach, Digga. Also es war wirklich, bitte. Ey, Junge, Junge. Wir sind noch nicht fertig. Aha, wer ist das denn? Digga. Und nur für eure Entertainment-Purpose hier zeige ich euch mal deren KDs. Schaut es euch an. Ich gehe langsam durch, genießt es. Fünf Mann deutsche Party am Sweaten. Dick schreien. Und das sind deren KDs und das ist meine. Gern geschehen. So, jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Jetzt ist es richtig, richtig, richtig lustig. Also, das fiskale Jahr von Microsoft ist von Juli. Ach, wie sie ragen. Von Juli 22 bis Juli 23. Und er sagt, ich bin Camper. Die ganze Zeit sagen die das. Bei jedem Kill sagen die, er campt. Immer. Guck jetzt. Aber er campt. Wo camp ich? Ich laufe wie ein. Als hätte ich Milliarden Hummeln in meinem Arschloch, Alter. Also zwischen Juli 22 und Juli 23 wird der Deal erst geclosed sein und bis dahin wird Activision noch unabhängig unterwegs sein. Das heißt, Leute, erstmal bis, ich sag mal, Anfang, bis spätestens Mitte 2023 wird sich erstmal nichts großartig ändern. Das heißt, das sind krasse News und es freut mich auch, weil da Bewegung reinkommt, aber die große Änderung ist nicht. Noch eine Sache, das Weiße Haus hat das schon Statement gegeben, dass das Kartellamt, das gibt es auch in Deutschland, in Amerika ist es anders, prüfen wird, ob der Deal in Ordnung ist. Das Kartellamt prüft, dass große Firmen nicht fusionieren, dass sie nicht zu groß werden, damit sie keine Monopolstellung bekommen und quasi einen beliebigen Preis festlegen können. Das heißt, es wird alles noch geprüft, ob das überhaupt legal ist, dass so eine große Firma wie Microsoft mit Xbox noch dahinter, die den größten oder einer der größten Publisher der Welt kaufen kann. So. Treyarch wird 2023 ein COD bringen. Ist natürlich nicht bestätigt, aber der Cycle ist gerade so. Nächstes Jahr ist Infinity Ward. Ich meine, dieses Jahr ist Infinity Ward, nächstes Jahr ist Treyarch. Das heißt, in 2023 wird Treyarch das erste Mal seit jetzt schon 6 Jahren, glaube ich, also da wird es dann im 6. Jahr sein, ein COD bringen, für das sie 3 Jahre Entwicklungszeit hatten. Bei Cold War hatten sie nur 1,5 Jahre, weil es von Sledgehammer übernommen wurde, weil Sledgehammer komplett gechoked hat. Guck mal, wie hart ich hier sweaten muss, um noch die Streaks zu holen. Aber ich campe, ihr seht es, ne? Ich campe ganz eindeutig gerade. Das heißt, Treyarch wird in 2023 ein Treyarch-COD bringen, ein komplett eigenes, wo sie von Anfang an drunter gearbeitet haben, unter Microsoft und damit Xbox. Da bin ich gespannt. Ich freue mich auf das Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird noch ganz normal. Dieses Jahr wird ganz normal. Es wird MW 2019, der zweite Teil, die Fortsetzung davon, ist ganz klar. Es wird ganz normal released. Wir müssen da nochmal durch. Glaubt ihr, das hat noch Potenzial, Chat? Also nächstes Jahr, Ende 23. Ich finde in Black Ops 4 kaum Lobbys. Aber nicht auf der PlayStation, oder? Am PC ist das Spiel, glaube ich. Ich werde auch das nicht spielen, wenn es mir nicht taugt. Und dann wird quasi 23 Treyarch das erste COD bringen unter Microsoft. Und ich bin gespannt, was das ändern wird, Alter. So, jetzt mache ich noch ein paar Kills und jetzt hört euch mal bitte das an. Jo, ich bin auch verletzt, du Schwanz. Ja, danke nochmal für die Beleidigung. So, und jetzt sagt einer was von denen. Das hin. Ding ist, wir callen zwar nichts, aber wir sind trotzdem eine 5-Mann-Party und er hat uns trotzdem unnormal gefickt. Ist einfach so. Junge, der hat uns mehr gefickt als keine Ahnung. Er hat uns schon echt rasiert. Jetzt der eine. Ich hab ihm eine Freundin. Ich hab aber keinen Bock, EKS zu spielen, um ehrlich zu sein, nur für ihn. So, ich hab auch Bock, also ich hab Bock wieder vom PC zu zocken. So, ich zock nur vom PC. Und ich bin raus. Seht ihr das? Ich hab Bock wieder vom PC zu zocken. Wie, du hast Bock? Bist zu shit, Alter. Gerade so positiv gegangen. Nein, jeder, der vom PC spielt, wird nicht gegen mich spielen. So, jetzt jumpen wir ins nächste Gameplay und hier ist der Score besser. Ich hatte 1, 2 sehr gute Gegner, der Rest war nicht so gut und ich glaube, es war nicht alles Deutsche. An der Stelle muss ich mal ganz klar sagen, dass Haptic immer ganz schön große Fresse hat mit seinem COD-Skill. Und dann gucke ich und dann hat er eine 1,4er Warzone-Quote. Hier bin ich nicht so oft knapp gestorben wie im letzten Gameplay, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Movement ist trotzdem geil und der Score, man. Wollte ich nur mal einwerfen. Das stimmt, davor war der Score irgendwie 60 zu 13 oder 14 oder so. Der war nicht so krass. Aber Leute, für mich ist ein Gameplay, wo man fast immer tot ist. Aber vielleicht war die Freundin schwer im Rucksack, wer viel, weiß. Viel unterhaltsamer als ein Gameplay mit 200 zu 3, wo man nicht einmal in Gefahr war. Deshalb war das Gameplay vorher geil. Das no Gameplay front. Ist auch sehr geil. Gönnt euch. Jetzt kommen wir zum Geschäftsführer. Der CEO, Bobby Kotick, CEO von Activision, kriegt mindestens 250 Millionen US-Dollar. Wenn er die Firma verlassen sollte in 2023, an Bonus. Und mit seinen Aktienanteilen könnte er bis zu 390 Millionen US-Dollar kassieren, wenn er geht. Der Typ, von dem das Zitat stammt, wenn ein Spiel nicht maximal ausgebeutet werden kann, dann ist es nicht wert, programmiert zu werden. Von diesem Typen kommt es, der von der ganzen... Alter, mir wird schlecht, Digga. Chat, mir wird wirklich schlecht. Haptic, warum droppst du das? Bro, der Typ, Chat, der wahrscheinlich am meisten dafür verantwortlich ist, dass Call of Duty so unglaublich schlecht geworden ist im letzten Jahrzehnt,
kriegt 250 Millionen Abfindungen. Geisteskrank. Geisteskrank. Journalismus, Gaming-Journalismus-Welt und von Creatoren und von ganz vielen anderen Leuten hart kritisiert wird seit etlichen Jahren. Der Typ, der von den Belästigungsvorwürfen innerhalb der Firma wusste, wo teilweise ganz gottlose Dinge gemacht wurden, wo ganz eklige Namen für gewisse Räume gefunden wurden. Ich will darauf nicht näher eingehen, das ist eklig, ich will dem keine Plattform bieten. Er wusste davon, hat nichts dagegen übernommen. Viele von Activision wollen immer noch, dass er geht, aber das Board of Directors, also die Leute, die den Geschäftsführer wählen, die halten immer noch an ihm fest. Am Ende gewinnt das Geld. Ganz, ganz komischer widerlicher Typ, sage ich offen und ehrlich. Das habe ich auch immer kritisiert. Und der kriegt einen Riesenbonus. Soll er bekommen. Wenn das nötig ist, damit er geht, dann soll er es bekommen. Am Ende des Tages wissen wir nicht, wie viel er mit SBMM zu tun hat. Aber wenn SBMM tatsächlich den Umsatz gerade so noch ein bisschen höher gequetscht hat, dann wird er daran festgehalten haben. Wir wissen es am Ende nicht. Stillschweigen herrscht immer in so großen Firmen. Und deshalb, Bobby Kotick geht. Hoffentlich, es ist noch nicht klar, aber wenn er geht, dann habe ich ein bisschen Hoffnung. Und es gibt jetzt einige Fragen von euch und ich werde die beantworten. Die erste Frage ist, glaubt ihr oder glaubst du, Jem, COD wird Xbox exklusiv ab 2023? Und meine ganz klare Antwort ist nein. Warum? Weil Phil Spencer ist eine sehr hohe Position bei Microsoft, der die Gaming-Abteilung übernimmt, eigentlich die höchste Position und damit auch die Xbox-Abteilung, der diesen ganzen Deal mit Bobby Kotick umgesetzt hat oder überhaupt angegangen ist. Ganz offen gesagt hat, nein, wir wollen, also er hat nicht gesagt, wir wollen keine Exklusivität, aber es wurde gefragt, wie sieht es aus, können PlayStation-Spieler trotzdem gewisse Activision-Titel spielen? Er hat gesagt, also er hat erstmal gesagt, nein, wir wollen bei COD die nicht ausschließen, das heißt, es ist bestätigt, es wird weiter auf PlayStation kommen, danke für die Führung, mein Bester. Xbox-Exklusiv-Titel. Activision hat aber noch viele, viele weitere Titel. Und von denen bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt Insider, die alle sagen, basierend auf der Vergangenheit, auf der Strategie von Xbox, sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass einige Spiele nur auf Xbox only kommen werden. COD ist davon ausgeschlossen, okay? Ihr könnt euch beruhigen. Zweite Sache. Wird Xbox bevorzugt? Wir haben es ja zum Beispiel, dass die Beta auf der PlayStation eine Woche früher kommt und das zweite Wochenende sogar und erst das dritte Wochenende oder der letzte Teil des zweiten Wochenendes dann auch für Xbox und PC verfügbar ist. Wird sowas ähnliches kommen für PlayStation? Für Xbox? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Da gibt es noch keine Insider-Informationen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Ich meine, das gehört denen dann. Ist doch logisch, dass sie nicht ihrem Hauptkonkurrenten Sony in die Karten spielen wollen und sowas wie eine Beta irgendwie zum selben Tag veröffentlichen. Wie es mit kostenlosen Content aussieht? Ey Leute, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, Content sollte für alle Plattformen gleich kommen. Da sollte es ein Gesetz geben, dass keine Firma das bevorzugen darf, wenn der Content kostenlos ist. Und Maps und Waffen und alles, was irgendwie einen Vorteil bringt, ist in Call of Duty kostenlos. Das ist ein sehr faires System. Nur kosmetische Dinge kosten. Die können von mir aus auch super gerne auch vorher auf Xbox kommen. Ist mir scheißegal. Aber Waffen und Maps und für mich auch die Beta sollte eigentlich nicht vorher kommen, aber wenn die Beta jetzt wirklich auf der Xbox zum Wochenende vorher kommt, meine Güte, dann spiele ich halt auf Xbox. Das war nicht die Mods, sondern der Mobot hat ja eine. Also Xbox oder Microsoft wird sich diesen Riesenmarkt nicht nehmen lassen. Call of Duty ist am stärksten im Konsolenbereich auf PlayStation. Die würden so einen Riesenmarkt wegcutten, wenn die sagen, nee, mit denen arbeiten wir nicht mehr. Also strategisch dumm, deshalb wird es auf PlayStation kommen. Man wird nicht groß benachteiligt werden, ist eigentlich ziemlich sicher. Und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Gibt es eine Änderung für COD? Gibt es Hoffnung? Und ich will euch sagen, Leute, lasst euch nicht ins Battlefield-Prinzip fangen und jetzt unnötig hochhypen. Das Einzige, was wir wissen, ist, Microsoft übernimmt Activision. Wir wissen nicht, was sich intern bei Activision ändert. Wir wissen nicht, wer die ekligen Entscheidungen mit SBMM und der Noob-Freundlichkeit getroffen hat. Wer dafür verantwortlich ist. Ob es weiter fortgeführt wird. Wir wissen nur, dass Xbox-Übernahmen in der Vergangenheit oft eine Besserung bedeutet haben. Was nicht heißt, dass es jetzt besser werden muss. Deshalb lasst euch nicht unnötig hochhypen. Ich freue mich einfach nur, dass eine Änderung kommt. Dass mal was Neues kommt. Aber mehr auch nicht. 68-4, Alter, das war ein geiles Gameplay. Und der Typ. Oh, Franzosen, dann ist ein noch geileres Gameplay. Also lasst euch nicht unnötig hochhypen, Leute. Es ist, was es ist. Eine Übernahme von einer riesigen Firma, der anderen. Und am Ende des Tages müssen wir schauen, was sich ändern wird. Wir können intern nicht reinschauen, leider. Aber ich bin gespannt. Und so ein Mega-Deal, also ich meine, das ist das Größte, was COD jemals passiert ist, seitdem es existiert. Das ist riesig und bedarf noch einiger Zeit herauszufinden, ob es gut ist oder alles gleich bleibt oder schlimmer wird. Wir wissen es nicht. Ich hoffe, euch hat wenigstens dieses Video gefallen. Und
Und ich weiß, es wird euch gefallen. Also das weiß ich definitiv mehr als den anderen Scheiß. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein!